Ich hatte ja auch Idole. So ein Idol war John F. Kennedy. Und ich habe eine ganze Nacht geweint, als er ermordet worden ist. Also, das waren so Punkte, wo ich gesehen habe, wenn man sich intensiv für Freiheit einsetzt und für die Menschen, dann kann man auch zu Schaden kommen. Also, das waren so Punkte, wo ich dann sehr berührt war. Und mit 16, 17 Jahren habe ich dann geschaut, wo kann ich denn was machen? Und neben einer kommunalen Initiative für einen Jugendraum, dann suchte man natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo mitwirken zu können. Und ich habe mir dann die Jugendorganisationen, die damals vorhanden waren, das war in der Spät-68er Zeit, 1968, 69, 70, mir angeschaut. Und damals im Angebot eine Truppe, die weder nationalistisch noch sozialistisch war, da blieb eigentlich nur die Junge Union Deutschlands übrig. Und bei der bin ich dann Mitglied geworden, wollte aber nicht in die CDU. Das war eine altväterliche Partei für mich und da wollte ich nicht mitspielen. Nach 2 Jahren habe ich es mir dann anders überlegt, weil politischer Kindergarten und Sandkasten sollte es nicht nur alleine sein, sondern man wollte auch die Ideen umsetzen. Und dann bin ich auch in die Mutterpartei eingetreten, ab 1971. Kamen Sie sich damals, als Sie 69 in die JU gegangen sind, so ein bisschen vor wie jemand, der gegen den Strom schwimmt? Denn es war ja eigentlich auch damals schon die Willi-Zeit, die Zeit, wo die Sozialdemokraten und deren Jugendorganisationen guten Zulauf hatten. Das hat eigentlich wenig mit der praktischen direkten Bundespolitik zu tun, sondern die Zeitströmung der Spät-68er, die war es, auf die wir überall trafen. Also es war schick, links zu sein. Es war schick, sich für andere Menschen zu engagieren, wenn sie nur weit genug weg wohnten. Ich habe also erlebt Initiativen für Nicaragua. Ich habe Initiativen erlebt für El Salvador. Aber dass ähnliche Menschenrechtsverletzungen ein paar Kilometer weit weg von Hannover in Magdeburg, in Eisenach oder in Dresden stattfanden, das hat ein junger Westdeutscher damals gar nicht mitbekommen.